Wir sind hier an einem Auto vorbeigelaufen. Liebe Messezuschauer, was stimmt hier nicht? Also bei mir im Auto sieht das ein bisschen anders aus und es gibt genau einen Mann, der uns das erklären kann. Das ist nämlich der Friedrich. Friedrich ist Auszubildender in einem sächsischen VW-Betrieb. Hallo Friedrich. Hallo. Dein Ausbildungsgang, wie heißt denn der? Na, Mechaniker für Mechatronik. Also Mechatroniker bei Volkswagen. Und wie findest du die Marke? Findest du gut? Super, morgen. Super, mal muss er ja sagen, ist ja klar. Sonst gibt es Mecker vom Ausbilder. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Auto hat schon bessere Tage gesehen. Oder was hat es damit auf sich, dass hier die Seitenwand fehlt? Hier ist die Polsterung ein bisschen dünn, lauter Knöpfe. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Unfallwagen und Rennauto. Erklär mir doch, was weißt du von diesem Fahrzeug? Also das Auto wurde speziell umgebaut für die Lehrlinge zum Üben. Zum Ausprobieren verschiedene Fehlerschaltungen eingebaut, die dort oben auf dem Armaturenbrett zu schalten sind. Ach, die Knöpfe sind also nicht die Selbstzerstörung oder die Raketen, sondern das ist bewusste Fehler. Genau, es sind bewusste Fehler, die man dann suchen muss. Okay, jetzt schalte ich mal den Schalter 12 an. Was passiert jetzt? Das ist zum Beispiel, da ist eine Masseverbindung kaputt und die Heckklappe lässt sich nicht mehr schließen. Liebe auszubildende Mechatroniker, falls ihr an dieses Auto geratet, der Schalter Nummer 12 bedeutet Masseschluss und Heckklappe lässt sich nicht schließen. Ich mache das mal wieder zurück. So, ist das Auto fahrfähig? Das Auto ist fahrfähig, komplett. Darf das fahren oder kann das fahren? Kann fahren. Ich habe sowas noch nicht gesehen und die Faszination des Technischen, finde ich, die zeigt sich an so einem Auto immer wieder. Ein junger, patenter Mechatroniker, der mir Fehlerschaltung erklären kann. Fahren möchte ich mit dem Ding nicht. Ich versuch's nochmal drüben mit dem Formelwagen. Mein lieber Friedrich, hab Dank dafür, dass du uns kurz erklärt hast, was es mit dieser Kiste auf sich hat. Ich wünsche dir noch maximale Erfolge und vor allen Dingen gute Noten und einen vernünftigen Ausbildungsabschnitt, damit dein Berufsleben ordentlich starten kann. Alles klar? Danke. Tschüss. Mach's gut.